Ich habe meinen Federweg vorher ganz gut ausgenutzt, wie man sieht. Die berüchtigte Family Flowline, oder? Da gibt es so massive Sens, die kannst du so nehmen. Grüß euch Gott aus dem wunderschönen Lienz in Osttirol. Gestern haben wir uns mal den Peter Sagan Trail und die Family Flowline angeschaut und die waren schon mal ziemlich geil. Gerd! Das ist irgendwie ziemlich schnell eskaliert. Aber bei so einem Bikepark hat das ja so kommen müssen. Alter! Scheiße! Yeah! Grüß euch Gott zu einer neuen Folge von Improve Yourself. Wir sind heute wieder mal in einem neuen Bikepark unterwegs, wo ich noch nie unterwegs war. Ich war noch nicht da, ich bin gespannt, was auf mich zukommt und ich würde sagen, starten wir rein in den ganzen Tag. Let's go! So, Jungs und Mädels, alle, was ihr nicht kennen, das ist der Mich. Mit guter Motivation sind wir Richtung Seilbahn gestartet. Wo wir dann aber gleich mal feststellen haben müssen, dass es heute wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird, bis wir die erste Abfahrt machen. Ja, falls mir. Also wir haben da die Trail Days for Specialized erwischt und da ist echt einiges los, wie man sieht. Wir stehen uns mal ganz hinten nur und in 3 Stunden kommen wir hoffentlich durch. Und du hast schon Angst gehabt, dass wir zu viel zum Fahren kommen. So, da, 1/4 Stunde später, wir sind ungefähr in der Mitte von der Schlange. Schaut schon noch ganz gut aus bis der Vieche. Mike ist schon so ungeduldig. Ich bin grantig. Nach gute 40 Minuten haben wir es dann langsam, aber gut geschafft. Wir sind da rum! Alrighty, es kann losgehen. Nach einer 3/4 Stunde warten sind wir in der ersten Liftfahrt. Und ja, es ist brutal viel los, aber ich freue mich jetzt schon mal auf einen neuen Bikepark. Ja, sind wir gespannt. Ich glaube, wir müssen uns jetzt gleich mal nur mal anstellen. Das war in dem Moment vielleicht ganz witzig, aber wo wir dann oben ausgestiegen sind, haben wir gemerkt, dass da erst das richtige Warten beginnt. Kommen wir mal da her. So, da, neue Schlange, neues Glück. Die zweite Schlange geht wesentlich langsamer. Ihr habt jetzt oft schon Durst, oder? Ja, es ist brutal heiß. Es ist brutal heiß, wir sind noch nicht einmal gefahren, aber Durst hat die schon ganz einen guten. Wir sind schon 3 Stunden da ungefähr. Alter! Wir sind da, am Eingang. Jetzt sind wir finally am letzten Lift und jetzt geht's dann in den ersten Run erst. Jetzt geht's erst in den ersten Run rein. Und ja, jetzt schauen wir mal, was die Trails da so können. Und hoffentlich sind's geil genug, dass ich mich da gerne nochmal anstelle. Bei dem Speed von dem Sessellift habe ich mich noch zu gut an meinen ersten Bikeausflug zum Summerberg dieses Jahr erinnern können. Ah, dann geht's da hier, oder? Nur mit dem Unterschied, dass das ein 2er-Sessel ist. Also das ist sicher einer von den Liften, der es in die Top 3 schafft. Von den gestörtesten Liften, was es gibt zum Biken. Das mal wenigstens mit Überkopfbügel und nicht mehr mit Seitenbügel. Das sind wir jetzt auf von 20 Minuten, glaube ich. Jetzt noch aussteigen, wird wahrscheinlich wieder die Kunst des Lebens. Nach ca. 2 Stunden waren wir dann endlich ganz oben und mehr als bereit für die erste Abfahrt. Nett, nett. Okay, Peter Sagan-Line. Kenne ich bis jetzt nur von Videos. Hat aber immer insane ausgeschaut. Wow. Wow. Wow, leck mir Marsch. Alter. Alter, da geht's gleich zur Sache.
Fahr da bist du! Ja, lecker, schöner! Die erste Abfahrt in einen Bikepark, den man noch nicht kennt, ist immer was Besonderes. Aber dass wir gleich so viel Spaß dabei gehabt haben, ist definitiv den Trails geschuldet. Wow! Die zweite! Alter, aber so geil! Alter, geht's da ab! Let's go, schauen wir uns weiter. Wow! Wow! Boah, das war knapp! Weiter geht's nach dem kleinen Fail. Sie sind super flowy und echt schön gebaut. Mit kreativen Lines und vor allem sind sie für jedermann geeignet. Let's go! Geht da hin? Jawohl! Jawohl! Sick! Ein bisschen schneller als das. Ja, wir sind auch schwerer. Die berüchtigte Family Flowline, oder? Von der Line habe ich schon so viel Gutes gehört. Und alles davon ist wahr. Da kommt ein Anfänger genauso wie ein Vollprofi auf seine Kosten. Man kann echt alles umfahren oder abrollen, aber man kann auch richtig große Sprünge mitnehmen. Alter, was ist denn da Family? Das gibt's ja nicht. Ja, falsch mir. Alter, sind die weit! Alter! Und ja, ich glaube, wir haben noch nie so viel Spaß auf einer blauen Family Line gehabt. Hoppala! So schnell macht der Bus nieder. Wir sind wieder auf dem Weg nach oben mit dem brutal schnellen Zweiersessel. Und vielleicht nutzen wir die Zeit einmal für ein kleines Resümee. Also die Lines sind ja irre geil, die sind echt flowy und in Top-Zustand. Aber man muss sie definitiv auch wissen, wie sie gebaut sind und so weiter und die Sprünge. Weil da sind echt ein paar massive Teile drin. Wow! Wow! Da kann man es echt brutal aushauen. Und jetzt haben wir einen Plan, jetzt schauen wir uns mal den Double an. Ganz oben, weil ich finde so die ersten zwei Doubles, das sind eigentlich die geilsten, da fährst du gleich die Rechtskurven hoch und dann geht es gleich mal voll rein. Da war das Ziel, dass der Mike springt. Ja, vielleicht kriegen wir da ein paar Aufnahmen von außen, wie ich da drüber sende. Auf geht's. Fährst du nach, oder? Probier mal. Ich muss sagen, ich habe mich bei dem Double mega wohl gefühlt. Aber ich habe auch einen Mike verstanden, weil man doch eine solide Airtime hat und man definitiv nicht zu kurz kommen sollte. Ja, den hast du schon, Alter. Das sag ich dir. Ja, er schaut schon wachs aus. Aber wenn du da reinlässt, lass einfach locker, dann kommst du perfekt rein, weißt du? Wie hat sich auch ein bisschen? Nein. Nicht? Nein. Wachs eigentlich nicht. Wir sind jetzt da bei dem irre geilen Double. Also der ist echt wachs. Und der Mike, der macht jetzt schon auf dem Weg da auf hier und möchte das Ding senden. Er hat ihn jetzt noch nicht gemacht. Ich habe ihn schon gemacht. Zweimal jetzt und er war immer geil. Und ja, jetzt warten wir da und schauen, dass man. Dass man da catchen am Bur. Gib ihm! Jo! Jo! Yeah! Ja! Yeah! Krank! Ja! Was für insane Session! Da sind schon ein paar Leute, die was denn die ganze Zeit drillen! Geht! Weiter weg. Ah, das sah schön aus. Danke, danke, danke. Okay, neue Section, neues Glück. Wir sind da an einer ziemlich geilen Hip gerade. Da ist die Landung, da vorne ist der Absprung. Also das ist genau der Part, wo es mit Family aufhört und wo man so richtig weit ausbrennen lassen kann. Da hat man gefühlt da echt eine lange Landung, die was jetzt nicht ausgeht, weil wir landen eher immer da. Weil jetzt mal versuchen, mit ein bisschen mehr Speed da reinzukommen.
Ich weiß nicht wieso, aber ich war irgendwie richtig motiviert, fette Sprünge auszuhauen. Und das haben wir dann aber in den nächsten paar Abschnitten vom Trail gemacht. Jo. So sieht das jetzt ausschauen für Mike. Geht schon, gib ihm, komm! Ja. Yeah. Okay, direkt nach der Hip kommt die nächste irre Passage. Ne? Alter, da ist ein Double, der ist einfach unerhört weit. Und den zünden wir jetzt mal aus. Ja? Ich hoffe, man sieht am Video, wie massive der ist. Ja, der ist richtig geil, aus der Kurve raus, so ein bisschen. Geht's! So, da runter ist gleich ein zweiter Double, den macht der Mike jetzt. Jetzt schon send it. Jo! Okay, wir sind wieder bei einer Studie, was wirklich filmenswert ist. Da ist da hinten der Takeoff und da kann man so in die Hip reinschicken. Und dann da so umballern. Echt eine geile Passage und so eine fette Shark finde ich, was man richtig auslassen kann. Mike macht jetzt eine Runde und ich bin dann auch noch dran. Ja. Yeah. Alter! Scheiße! Ja, Alter, das nenne ich mal einen gescheiten Send. Der ist jetzt echt weitergegangen, wie man gedacht hat, aber für die Aufnahme ziemlich geil. Alright, Jungs und Mädels, das war jetzt die letzte Abfahrt für heute. Und ja, jetzt werden wir noch mal was essen gehen und dann geht's morgen weiter, würde ich sagen. Heil dabei. Weil sie am ersten Tag insgesamt nur 3 Fahrten ausgegangen sind, haben wir uns noch gar nicht alle Trails anschauen können. Habe ich Ehre, neuer Tag, neues Glück. Wir sind an Tag 2 unterwegs, haben wieder mal Traumwetter erwischt. Und zu unserem Glück war an Tag 2 der Ansturm auf dem Bikepark vorbei. Yeah, let's go. Also, wir sind am Alba La Cata Trail. Noch gar nicht gefahren. Mal schauen, was da auf uns durchkommt. Boah! Boah, der Star, der hat mich schon gef***. Der Alba La Cata Trail zählt zu den bisschen technischeren Trails da. Aber auch bei dem merkt man, dass die Osttiroler Sprünge einfach lieben. Geht gut. Aber das ist schon ganz geil. Die Kurven. Feiner Double, glaube ich. Jo. Also sogar im technischen Trail sind einige Springen drin. Juh! Saugeil! Nichts los da heute, nichts los. Es war gerade zu paradiesisch am zweiten Tag. Let's go! Der Lienzer Bikepark hat uns mit seinen verspielten Strecken definitiv einen Schritt nach vorn gebracht und jeder von uns hat sicherlich seine Skills erweitern bzw. einige Grenzen durchbrechen können. Let's go, Alter! Und dabei ist mir wieder mal aufgefallen, wie wichtig das ist, viele unterschiedliche Bikeparks zu sehen. Nicht nur, weil es neu und aufregender ist, sondern weil auch der Lerneffekt der größere ist. Ein Gas damit. Und auch wenn wir jetzt 2 Tage lang fast nur Flowtrails gefahren sind, bei der Sprungtechnik am Bike hat sich wieder mal so einiges tun. Yeah.
Alright, Jungs und Mädels, das war's vom Osttirol-Trip. War richtig eine geile Zeit, da ist definitiv einiges wieder weitergegangen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Channel und kommentiert gerne drunter, wie es euch taugt hat oder was euch auch nicht taugt hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder bei einer neuen Episode. Bis bald und habe die Ehre. Ciao.